Hallo zusammen, willkommen wieder. Das Thema von heute ist Kokutsudachi, die Rückwärtsstellung. Die Kokutsudachi wird überwiegend für Abwehrtechniken verwendet, aber kann auch zum Angreifen angewendet werden. Kokutsudachi, die Länge ist genauso wie bei Zenkutsudachi, und zwar zweimal Schulterbreite. Die Gewichtsverteilung ist 70% auf das hintere Bein, 30% auf das vordere Bein. Das vordere Bein ist leicht angewinkelt. Aufpassen, nicht strecken, sonst sperren wir uns selbst, also leicht angewinkelt. Das hintere Bein ist stark angewinkelt. Der vordere Fuß zeigt nach vorne, der hintere Fuß zeigt entweder auf 90 Grad oder leicht mehr. Das ist wie jeder anatomisch bedingt ein bisschen anders. Ganz wichtig ist, dass das Knie, das hintere Knie, nach hinten zeigt. Nie nein nennen. Nach vorne, die Zenkutsudachi platziert beide Füße auf dieselbe Linie. Wir haben nicht mehr die Schulterbreite wie in Zenkutsudachi. Das bedeutet, dass der vordere Fuß genau auf dieselbe Linie ist von der hinteren Ferse. Auch beim Kokutsudachi wird die Hüfte eingesetzt. Und zwar je nachdem, ob wir abwehren oder ob wir kontern. Eins ist aber ganz wichtig, das Knie bleibt immer nach innen gerichtet, auch wenn ich kontere, zum Beispiel wie beim Heyangoda. Ja? Das Knie geht nicht mit der Faust mit, sondern die Hüfte geht nach vorne, das Knie bleibt deswegen bei Abwehr primitiv. Anders beim Kontern so, aber das Knie ist konstant die ganze Zeit nach hinten gerichtet. Bei Kokutsudachi ist wichtig, dass wir uns richten, bevor wir gehen. Wir richten uns in die Richtung, wo wir hingehen wollen, mit dem Körper, nach vorne richten, und dann gehen. Nach hinten uns richten und dann gehen. Und gehen. Das zentriert uns außerdem mit dem Konzept, am Ende sind wir groß, in der Zwischenzeit sind wir klein. Sammlungs und dann explodieren wir nach außen. Hier ein paar Kombinationen aus Kokutsudachi. Man sollte dabei darauf achten, dass der Körper arbeitet, also die Luftdrehung stattfindet und das Hinterknie immer nach hinten gerichtet ist, egal was oben der Rest macht. Das war für heute zum Thema Kokutsudachi. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.